Ja, hallo Klaus. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinen 500 plus Abonnenten. Und hier ist mein Video zu deinem, ja, Giveaway. Du hast uns aufgefordert, unser schönstes Messer zu zeigen. Nun ja, wie du dir vorstellen kannst, das ist bei mir nicht so einfach, weil ich habe ein paar Messer mehr als, ja, und viele liegen mir da sehr am Herzen. Und nun gut. Ja, vom Gefallen her, also von der Schönheit her. Oh Mann, oh Mann. Also ich habe ein paar Messer, die mir besonders gut gefallen, aber es sind zwei Messer, die ich persönlich sage, das sind meine schönsten. Deshalb mache ich das in zwei Kategorien. Einmal in den sozialverträglichen, die du ja sehr gerne magst, und einmal im Outdoor-Bereich. Zu den sozialverträglichen ist das hier. Das Victorinox Pioneer Alox Schwarz. Hatte ich jetzt aus der Not heraus schnell im letzten Video das Messer vorgestellt, damit ich das hier mit der Videoantwort für dich nicht vorausnehme. Also das Pioneer Alox Schwarz. Ich denke mal, das kennst du auch. Wirklich ein bildschönes Messer. Allein das Schwarz Aloxierte ist matt. Das silberrote Cross and Shield. Ja. Ich eine extrem gute Verarbeitung, wie man die von Victorinox gewöhnt ist. Weiß nicht, ob ich das jetzt auch mal extra vorstellen muss. Ich zeige es ganz kurz. Große Klinge. Flaschenöffner. Herzlichen Glückwunsch. Ich mache das Video jetzt zum zweiten Mal, aber jetzt lasse ich es laufen. Dosenöffner und kleinen Schraubenzieher. Großer Schraubenzieher. Kapselheber. Ich sag dazu Flaschenöffner. Und Kabelabisolierer oder Kabelbieger oder Drahtbieger. Die Amis sagen dazu ganz gerne Wirebänder. Ich sag's jetzt mal in Swiss Biancos Art Weihestripper. Und eben dem, ja, der Stech-, Bohr- und Reibale. 77 Gramm. Also sozialverträglicher geht's wohl kaum. Ja. Und dann dieser Schönheit. Hatte ich auch in dem Vorstellungsvideo gezeigt, dass ich das gerne mit dem hier kombiniere. Ja, also zusammen sind das wunderschöne, wie soll ich das sagen, ein wunderschönes Duo. Ja. Ach, was hat das gekostet? 32 Euro. Aber ich denke, das weißt du auch selbst. Ich werde mir wohl ein zweites davon kaufen, das in die Vitrine kommt. Und das hier ist dann in der Freizeit am Mann. Ja, zu guten Gelegenheiten, sage ich mal. Ja. Wie hast du das hier genannt? Wie ist das verschrien? Das ist ein Nagelstudio. Das stimmt auch irgendwie. Ja. Also. Aber gut, das ist nicht das schönste Messer, sondern es ging ja darum. So, wir kommen zum Outdoor-Bereich. Und das ist das PLSK1 von Dave Canterbury. O2-Stil. Mikata-Griffschale. Als ich das erste Mal gesehen habe, ich meine, das war in der Folge, ich glaube, das war die erste Folge überhaupt, die sie gedreht haben von Dual Survival oder das Survival Duo.
Hatte dir das dabei gehabt? Ich habe das gesehen. Ich habe gesucht und gesucht. Und ich hatte damals gar keine Ahnung, wer Dave Canterbury überhaupt ist. Natürlich nicht gerade günstig mit 275 Dollar plus, ich glaube, 14,95 shipped. Eine Macht von Messer. Liegt aber mir persönlich sehr gut in der Hand. Ich habe auch den großen Bruder davon, das Pathfinder Scout. Aber rein vom Anschauen her, das ist nicht mein Lieblings-Outdoor-Messer, sondern das ist das, was mir meine Frau zu Weihnachten geschenkt hat. Das Hellete Magami. Aber von der Schönheit gefällt mir das hier am besten. Das ist natürlich echt eine Macht von Messer. Ich muss halt mal. Ich wieg's mal kurz. Ich hab's nämlich nicht mehr im Kopf, was das wiegt. Hä? 372 Gramm. Nee. 312, so. 312 Gramm, mein lieber Scholli. Also viel hat auch übrigens mal mein erstes Telefon, mein erstes Mobiltelefon gewogen. Also, das war schon extrem teuer. 275 Dollar, 15 Dollar shipped. Und dann kamen noch die Einfuhrgebühren dazu, aber gut. O2 Steel ist ein Carbonstahl. Man kann ja auch sehen, dass hier so ein bisschen Patina drauf liegt. Aber das juckt mich eigentlich so nicht. Für mich das perfekte Outdoor-Messer. Und das ist in meiner Outdoor-Rotation. Ich weiß, ich drehe ja nicht mehr so viele Outdoor-Videos. Ich komme leider beruflich nicht dazu. Gerade jetzt so im Winter ist das immer ein bisschen schwieriger, wenn ich, aber das hat ja jetzt bald ein Ende. Es ist bei mir ein bisschen schwieriger, Outdoor-Videos zu drehen. Wenn ich von der Arbeit komme, dann ist es meistens schon kurz vor dunkel. Und ja, bis ich dann mal mein Täschchen gepackt habe und bin dann im Wald, ist es schon zappenduster. Ich habe das zweimal versucht, jetzt im Winter Videos zu drehen, aber meine Arbeit ist halt von dunkel bis dunkel, sage ich mal so. Also, das war meine Videoantwort zu deinem 500 plus Abonnenten. Und ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Freue mich für deine Abonnentenzahl. Das geht mit Sicherheit noch weiter. Und ja, soll ich dann sagen, wenn ich mir was wünschen könnte von deinen, ja, Sachen, die du weggibst, hätte ich gern die Bökermütze. Na, vielleicht komme ich ja genau auf diesen Platz. Wäre das nicht schön? Und demnächst gibt es ein Video von dem Messer. Aber ich glaube, das kennen viele. Zup. Nun gut. Das war's. Mach weiter so, Klaus. Toller Kanal. Geile Messer. Und ja. Bis die Tage. Und dann sage ich wie auf gut Kölsch, wie immer: Tschö, madet jod und schwenkt de Hut. Adios.